Ja, zum ersten Mal rückt der Sportler selbst auch in den Fokus von Ermittlungen und natürlich auch in den Fokus von Bestrafungen. Das heißt, wenn ein Sportler versucht, Medikamente, die mit Doping zusammenhängen, einzunehmen und dies auch dann vollendet, kann er bestraft werden bis zu 3 Jahren Haft oder auch zu großen Geldstrafen, und in besonders schweren Fällen kann es auch darüber hinausgehen. Wir haben aber dann noch einbezogen, dass der Sportler eine sogenannte tätige Reue üben kann, was so viel bedeutet, dass er sich zwar Dopingmittel besorgt, aber kurz vor dem Ereignis dann doch davon Abstand nimmt. Das wird zu seinen Gunsten ausgelegt. Wir wollen dem Sportler damit auch eine Brücke bauen, dass er nicht in jedem Falle, wenn er sich einmal mit solchen Dopingmitteln beschäftigt hat, dass er dann auf ewig und 3 Tage zum Sünder und zum Kriminellen wird. Wir haben uns noch mit einem weiteren Gesetz beschäftigt, nämlich mit der Spieler- bzw. Spielmanipulation und Korruption. Das Gesetz ist derzeit in der Verbändeanhörung und wird auch alsbald von uns im parlamentarischen Verfahren behandelt.